Aus unserem Interviewstudio ist uns jetzt Verfassungsrichter Wolfgang Brandstätter zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Brandstätter, erschrocken und bestürzt hat Verfassungsrichter und Präsident Christoph Grabenwarter heute gesagt, sei er gewesen, als er die Chats von Ihnen und Sektionschef Pilnacek gelesen hat. Ist Ihnen eigentlich peinlich, was Sie da geschrieben haben und vor allem das, was Sie nicht geschrieben haben, etwa zur Verteidigung des Verfassungsgerichtshofs? Also was das betrifft, teile ich die Einschätzung des Herrn Präsidenten absolut. Wir haben uns auch heute ausführlich darüber unterhalten. Aber das Wesentliche ist, ich habe diese wirklich unsäglichen rassistischen und sexistischen Äußerungen ja nicht gemacht. Und da muss ich schon etwas richtigstellen. Es wurde gestern hier vor einem Millionenpublikum in der ZIP behauptet, dass diese Äußerungen von mir stammen würden. Das stimmt einfach nicht. Ich weiß, dass die Redakteurin, die das gesagt hat, Kramer-Schmidt, sich heute bei mir auch dafür entschuldigt hat. Aber das war eben nur über SMS und mir ist wichtig, dass auch dasselbe Millionenpublikum erfährt, dass sie sich dafür entschuldigt hat, was ich sehr schätze. Aber diese Äußerung ist nicht von mir. Und es ist natürlich auch so, dass solche Äußerungen in privaten Chats nicht vergleichbar sind mit Äußerungen, die in Anwesenheit von Dritten abgegeben werden. Sie können sicher sein, wenn ein Dritter dabei gewesen wäre bei so einem Gespräch, wenn es ein Gespräch gewesen wäre, hätte ich entsprechend reagiert. Aber in so einem vertraulichen Chat, wo man den Eindruck hat, jemand, mit dem man freundschaftlich verbunden ist, der lädt hier seinen Frust ab, da versucht man eher, ihn mit irgendwelchen, vielleicht auch scherzhaften Bemerkungen wieder auf vernünftige Gedanken zu bringen. Und das ist, glaube ich, das, was man dazu sagen muss. Abgesehen davon, dass diese Chats natürlich alle aus dem Kontext herausgerissen wurden. Und das schaut nicht anders aus, wenn man alle Chats kennen würde. Ich kenne ja nicht alle. Aber was wesentlich ist, und das möchte ich schon sagen zu den Chats, Sie haben mich danach gefragt. Es war in einer Pressesendung der APA vor 3 Tagen enthalten, dass alle diese Chats, soweit sie für das Verfahren, das es gegen mich und gegen Sektionschef Pilnacek in derselben Sache gibt, relevant waren, dass die entlastend sind. Das habe ich immer gewusst und immer gesagt. Der Tatverdacht hat sich durch diese Chats tatsächlich entkräftet. Nur das habe ich in den Hauptsendungen des ORF nie gehört und nie gesehen. Und das hat mich schon auch verwundert. Und wenn man schon über Chats spricht, dann muss man auch klar sagen, diese Chats, die für das Verfahren von Bedeutung sind, die muss man auch erwähnen. Und daher mache ich es an dieser Stelle. Die haben mich und den Sektionschef Pilnacek in dieser Sache wirklich völlig entlastet. Und das gehört gesagt. Dann können wir mit den anderen reden. Gut, Herr Dr. Brandstätter, Sie sind ja jetzt da, um sich zu verteidigen, um Ihre Sicht darzulegen. Ich kenne die Chats, ich habe sie alle gelesen. Ich kann auch bestätigen, dass Sie den Verfassungsgerichtshof nicht angegriffen haben. Aber, und da sind wir jetzt beim Punkt, Pilnacek greift ihn an und Sie verteidigen ihn nicht ausreichend. Muss man nicht von einem Mann wie Ihnen, Sie sind Höchstrichter, Sie waren Justizminister, Sie waren Vizekanzler, erwarten, dass wenn egal wer auch immer in dieser Republik sagt, der Verfassungsgerichtshof leitet den Rechtsstaat fehl, dass der dann etwas dagegen hält und sagt, nein, das ist falsch? In so einer privaten, vertraulichen Unterhaltung, in so einem Chat, glaube ich, kann man nicht unbedingt erwarten, dass man jetzt sofort so reagiert, wie man in einem Gespräch sofort reagieren würde, wenn es auch nur halb öffentlich wäre. Selbstverständlich. Selbstverständlich teile ich diese Äußerungen nicht. Und ich sage noch einmal, diese Bemerkungen vom Sektionschef Pilnacek, die sind wirklich für mich absolut inakzeptabel. Und ich würde so etwas nie in den Mund nehmen und auch nichts in der Richtung je von mir geben. Sie werden von mir solche Äußerungen nicht finden. Und auch diese Äußerung, den Verfassungsgerichtshof betreffend, ja, das war halt offenbar auch Ausdruck eines gewissen Frust über das, was der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, aus seiner Sicht. Ich habe dazu inhaltlich nichts gesagt, das steht mir auch nicht zu. Es ist oft so in der Justiz, dass einem Entscheidungen gefallen oder auch nicht, aber das gehört zum Rechtsstaat dazu. Man kann diese Entscheidungen fachlich und sachlich kritisieren, das ist zulässig und das soll auch passieren, aber man soll nicht generell sagen, diese Entscheidungen oder die Justiz als solche ist einfach nicht wirklich verlässlich oder macht Entscheidungen, die nicht richtig wären. Das ist eben das Wesen des Rechtsstaats. Es gibt ein bestimmtes System und wenn einmal die letzte Instanz entschieden hat, dann ist das zu akzeptieren. Aber wenn Sie dieser Meinung sind, wenn Sie der Meinung sind, der Verfassungsgerichtshof leitet den Rechtsstaat nicht fehl, warum haben Sie das in diesem Moment nicht gesagt, sondern haben gesagt, ich habe die Richter nicht ausgesucht, das waren demokratisch legitimierte Organe, mehr hat die Demokratie halt nicht zu bieten. Was haben Sie damit gemeint? Ich wollte ihm damit allgemein sagen, schau, beruhig dich, das ist nun einmal unser rechtsstaatliches System und das ist ja in Ordnung, das habe ich damit ja auch verteidigt. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen,
bringen. Das ist etwa auch das, was wirklich unserem rechtsstaatlichen System entspricht. Man soll da nicht einfach nur alles negativ sehen und alles kritisieren. Ich habe das System der Rechtsstaatlichkeit, wenn Sie so wollen, sehr wohl verteidigt. Aber ich wollte natürlich nicht eingehen auf einzelne Entscheidungen des VfGH. Das hätte ich nicht dürfen. Das wäre mir nicht zugestanden. Das mache ich nicht. Und Sie werden von mir mit Sicherheit keine Kritik hören über irgendwelche Entscheidungen des VfGH, an denen ich beteiligt war. Dass man natürlich Entscheidungen innerhalb der Justiz fachlich, sachlich kritisieren darf, das ist klar. Das habe ich in meiner Profession als Hochschullehrer auch immer getan und werde ich jetzt auch weiterhin tun. Das betrifft auch Institutionen wie die WKStA, aber da gibt es immer eine fachliche Diskussion, eine sachliche Debatte, die muss zulässig sein, auch über Entscheidungen des VfGH. Aber ich habe das nicht gemacht in dem Sinn, dass ich irgendwelche Entscheidungen, an denen ich beteiligt gewesen wäre, selbst kommentiert hätte. Aber Sie haben schon signalisiert, dass bei der Entscheidung der Sterbehilfe Sie eine Minderheitsmeinung vertreten haben im Höchstgericht. Nein, so kann man das auch nicht sagen. Ich mache kein Hehl daraus, und das ist in der Fachwelt bekannt, dass ich bei der Sterbehilfe wirklich eine kritische Position habe. Ich habe immer gemeint, das ist gefährlich, wenn man hier diese Tür aufmacht, weil dann viele ältere Menschen sich selber unter Druck setzen würden. Und das ist eine Tür, die ich persönlich ungern öffnen würde, aber jetzt ist sie offen, das ist zu akzeptieren, das ist zur Kenntnis zu nehmen. Meine persönliche Meinung tut da nichts zur Sache. Ich habe diese Entscheidung zu respektieren, tu das auch. Und jetzt liegt es am Gesetzgeber, hier eine Lösung zu finden, die halt wirklich die bestmögliche ist. Und das gehört eben auch zum Rechtsstaat dazu. Auch ich habe das zu akzeptieren und ich tue es. In diesen Chats finden sich auch Äußerungen über zwei Ihrer Kolleginnen. Herabwürdigende Äußerungen gegenüber Menschen aus Gründen ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts, hat Präsident Grabenwarter gesagt. Als Christian Pilnacek also geschrieben hat, man könne den Verfassungsgerichtshof auch nach Kuba exportieren und eine Kollegin gebe eine gute Müllfrau, haben Sie geantwortet, heute bist echt giftig. Ja. Wäre es nicht klüger und auch im Sinne Ihres Standings wirklich effizienter gewesen, zu sagen, so stopp, so nicht über meine Kolleginnen? Schauen Sie, wenn ich Sie jetzt frage, wie hätten Sie geantwortet, wenn Sie sagen, das ist nicht Ihre Sache. Aber ich frage mich schon, was macht man in so einer Situation? Jemand, mit dem man durchaus freundschaftlich verbunden ist, schreibt einem was, offensichtlich etwas, was er irgendwie aus tiefstem Frust heraus schreibt, dann glaube ich, ist es normal, dass man immer mal durchaus gewisserweise zuhört oder sich das einmal anschaut, dann aber schon reagieren, das habe ich getan und ihm einfach sagt, du, also bitte, heute bist du besonders giftig, ich bin weiter nicht darauf eingegangen, ich habe das dann in weiterer Folge ignoriert. Noch einmal, wenn das ein Chat wäre oder eine Unterhaltung gewesen wäre, also kein privater Chat, sondern eine Unterhaltung mit irgendjemandem, der das wahrnehmen hätte können, hätte ich natürlich entsprechend darauf reagiert. Diese aber tut es Ihnen leid, dass Sie da nicht stärker Widerstand geleistet haben? Haben Sie sich bei den Kolleginnen entschuldigt? Ich habe das Gespräch mit beiden Kolleginnen gesucht. Die wissen auch, dass ich sie persönlich wirklich sehr schätze. Die wissen auch, dass mir persönlich rassistische oder sexistische Äußerungen völlig wesensfremd sind. Sowas werden sie bei mir nicht finden. Das weiß man, wenn man mich kennt. Es tut mir leid, dass diese Äußerungen gefallen sind. Sie sind für mich völlig inakzeptabel. Da gehe ich mit dem Präsidenten völlig konform. Es tut mir aber auch leid, dass sie auf diese Weise, die eigentlich nicht wirklich rechtskonform war, überhaupt in die Öffentlichkeit gelangt sind, weil damit sind diese groben Beleidigungen, die mir wehtun, auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich geworden. Das hätte auch nicht sein sollen. Da ist vielleicht der Unterschied, ob es um Privatpersonen geht oder um hohe Beamte, in Ihrem Fall um einen Verfassungsrichter. Irmgard Gries, ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, sagt, es geht nicht darum, dass das veröffentlicht wurde, sondern dass so gedacht wird. Verstehen Sie das? Ja, nur ich habe nicht so gedacht. Ich habe absolut nicht so gedacht. Und ich sage noch einmal, wenn mir gestern hier in der ZIP auf der Vorwurf gemacht wurde, ich hätte diese Äußerung gemacht, dann weise ich das auf das Schärfste zurück. Das stimmt einfach nicht. Das ist völlig unrichtig. Solche Ansichten, solche Gedanken sind abzulehnen. So etwas werden Sie bei mir nicht finden. Und das lehne ich auch ab. Die Frage ist halt, was hätte man mehr tun sollen oder was hätte ich in diesem privaten Chat mehr tun können? Hätte ich sagen müssen, ja, also lieber Freund Pilnacek, so geht das nicht. Lieber Herr Sektionschef, ab sofort breche ich jeden Kontakt ab. Das sind unsägliche Äußerungen. Das reicht. Jetzt gibt es keinerlei Kontakt mehr zwischen uns. Ich glaube nicht, dass das in einem normalen zwischenmenschlichen Chat wirklich normal wäre und auch zu erwarten wäre. Ich habe aber sehr wohl auch bei anderer Gelegenheit klargemacht, dass ich von solchen Dingen überhaupt nichts halte, dass ich das wirklich zutiefst ablehne. Es ist mir einfach zuwider, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Ich finde solche Äußerungen um einen
Klassiker von Helmut Zieg zu zitieren, echt zum Kotzen. Und es tut mir weh, es schmerzt mich, dass das in die Medien überhaupt gelangen konnte, zum Nachteil dieser beiden Kolleginnen. Die Frage ist nun, Herr Dr. Brandstätter, Sie haben das nicht gesagt, nein. Sie treten aber zurück. Ja. Muss nun der, der das gesagt hat, nämlich Sektionschef Bilnacek, in Ihren Augen sein Amt auch zurücklegen? Ich kann nur für mich sprechen. Wissen Sie, ich habe für mich einfach den Entschluss gefasst, dass ich in der Situation, wenn so ein Wirbel entsteht, aufgrund von Chats, die nicht einmal verfahrensrelevant sind, auch wenn ich selber nichts wirklich Schlimmes gesagt habe, dann bin ich doch letztlich Gegenstand einer Diskussion, die der Institution, für die ich tätig bin und die mir wichtig ist und die rechtsstaatlich eine besondere Bedeutung hat, nämlich dem Verfassungsgerichtshof, wirklich schade, wenn ich bleibe. Das war meine persönliche Entscheidung. Ich habe das eigentlich von Anfang an gesagt, auch als dieser Tatverdacht, der mittlerweile zusammengebrochen ist, geäußert wurde, habe ich gesagt, wenn der Punkt kommt, wo ich einfach hier im Verfassungsgerichtshof eine Belastung bin, dann werde ich mich von dieser Funktion zurückziehen. Und das habe ich jetzt aus freien Stücken gemacht. Und ich glaube, die Entscheidung war richtig, weil es mir auch in meiner früheren Zeit als Minister wichtig war, dass man die Justiz und ihre Organe im Sinne der Rechtsstaatlichkeit und des Vertrauens in die Justiz aus solchen Diskussionen heraushält. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann muss ich die persönlichen Befindlichkeiten und Interessen zurückstellen und einfach sagen, ja, da muss ich jetzt selber meinen Beitrag leisten und mich zurückziehen. Aber das habe ich gemacht. Diese Gespräche in den Chats haben durchaus beratenden Charakter. Sie haben sich da gegenseitig auch immer wieder gestärkt und beraten. Wenn Bilnacek Sie jetzt wieder fragen würde um Ihren Rat, vielleicht hat er das sogar getan, was würden Sie ihm raten? Ich habe mit Sektionschef Bilnacek seit dieses Verfahren überhaupt entstanden ist, überhaupt keinen Kontakt mehr. Ist vielleicht auch ganz gut so, solange das Verfahren nicht erledigt ist, sollte man das vielleicht auch wirklich nicht haben. Und ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir haben uns fachlich immer ausgetauscht. Er ist ein exzellenter Strafrechtsexperte. Er ist wirklich jemand, mit dem er sich fachlich hervorragend austauschen kann. Das ist die fachliche Ebene, auf der haben wir uns immer entsprechend verständigt. Und das, glaube ich, ist auch völlig normal und auch in Ordnung. Dass er solche Äußerungen macht, ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Und wie gesagt, die Frage ist nur, wie hätte man realistischerweise hier tatsächlich regieren müssen? Sie können sicher sein, wenn das keine rein private Unterhaltung oder ein Chat gewesen wäre, von dem man nie damit rechnen muss, dass der in die Öffentlichkeit gelangt, geht nämlich nur auf illegale Weise, naja, dann würde ich sagen, muss man jetzt nicht auch wirklich glauben, dass man in so einer Situation sozusagen den gesamten Rechtsstaat gegenüber dem Sektionschef, wenn eine völlig inakzeptable Bemerkung macht, zu verteidigen hat. Abschließend, Sie scheiden mit 1. Juli aus dem Verfassungsgerichtshof aus. Am kommenden Montag beginnt die neue Session. Werden Sie sich an dieser Session noch beteiligen oder lassen Sie sich vertreten? Ich werde meine eigenen Beschlussreifen Fälle und Akten noch erledigen können. Das wird nächste Woche geschehen. Ich werde dann die noch offenen Akten erledigen. Ich werde meine Unterlagen auch entsprechend aufarbeiten und sortieren. Und dann werde ich mit Ende Juni mein Büro mehr oder weniger übergeben. Und mir ist auch wichtig, dass es eine ordnungsgemäße Übergabe gibt. Aber lassen Sie mich noch einmal sagen, wichtig ist schon auch, dass man aus den Chats entnehmen kann, dass der Tatverdacht gegen mich in dieser Sache wirklich entkräftet wurde. Und das gehört auch gesagt. Und ich würde mir auch erwarten von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er das auch entsprechend publik macht. Aber wenn es nicht geschieht, muss es auch dich machen. Ist damit passiert, die Möglichkeit. Herr Dr. Brandstätter, danke für das Interview. Gerne. Das Interview mit Wolfgang Brandstätter haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet.